Dies ist Silberblatt Jacobaea maritima, öfters auch Senecio cineraria genannt. Sie kommt aus dem Mittelmeerraum, hier auf die Insel Porquerolles. Und das nächste Bild ist von der Küste von Antibes. Also man sieht schon, die haben es gerne ganz sonnig und mäßig feucht. Schöne gelbe Blümchen haben sie. Und da kann man auch recht einfach die Samen sammeln. Habe ich gemacht und ich habe die Samen dann nie so richtig auseinandergenommen. Einfach so ein bisschen auf die Erde verteilt und gut nass gemacht. Und dann hat man gesehen, dass da recht schnell die Keimlinge gewachsen sind. Da sind sie schon, also war schon deutlich, dass man die schnell auseinandernehmen muss und ein bisschen mehr Abstand auseinander pflanzen muss. Habe ich gemacht und dann wachsen die auch recht schnell. Ziemlich schnell sieht man auch, wie hier die silberne Farbe kommen. Es wird auch silberfarbiges Kreiskraut genannt oder Aschenpflanze. Und dann können sie auch schnell nach draußen im Beet und da wachsen die dann noch schneller. Die können bis minus 10 Grad überwintern. Ich habe sie Winter draußen gehalten und haben alle überlebt. Hier gibt es einen Streifen im Vorgarten, war immer so, so lala, und da will ich diese pflanzen. Also alles selbst gezüchtet, das macht auch Spaß. Und man sieht auch, wenn man das rechtzeitig macht, dann lassen die Pflanzen sich auch gut auseinandernehmen. Hier das Resultat. Innerhalb von einigen Monaten hat man umsonst so eine schöne Streife mit Silberblatt. Man kann auch Ableger nehmen und die dann einfach unter die Blätter entfernen und in feuchte Erde stecken. Dann hat man ein bisschen schneller eine große Pflanze, aber man muss erstmal auch an die Ableger kommen natürlich. Na, aber geht sehr, sehr einfach und man sieht hier einige Wochen später, wie viele Wurzeln das Ding schon hat. Na? Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne liken oder abonnieren auf ZooWild und ich würde sagen, bis zu ein nächstes ZooWild YouTube. Bis dann. Ciao, ciao.